Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3. Ja, in der letzten Folge sah es so aus, als ob wir wieder in einen Traum hineingezogen wurden und wir müssen eigentlich nur durch diese Tür kommen, wobei das nur nicht ganz so einfach ist. Hier ist ein Haken. Zwei stabile Haken. Es sind sogar zwei Haken da, Die okay? kann ich nicht aus der Wand ziehen. Und wir haben nur das. Wieso haben wir eigentlich das Handy? Ich habe ein Handy dabei und meine normalen Klamotten an. Komisch. Aber so sind Träume nun mal. Meistens jedenfalls. Vielleicht hat sich das Handy ja wegen der damit verbundenen Erinnerungen an die jüngsten Ereignisse in mein Unterbewusstsein geschlichen. Diese verrückten Klingeltöne, die Max dauernd herunterlädt, können einen aber auch wirklich bis in den Schlaf verfolgen. Wie auch immer. Okay. Schmale Gasse. Drei schwere Fässer. Sie werden von einem dicken Tau zusammengehalten. Ja, ich habe ja nichts, womit ich das abmachen kann. Das ist ein kleines Geschäft. Ich habe mal was darüber gelesen. Zu den Geschäftszeiten öffnet der Verkäufer die Klappen und verkauft seine Waren direkt auf der Straße. Die Bretter des Ladens sind mit Eisenbeschlägen verstärkt und die Klappe ist mit einem Schloss gesichert. Da helfen meine bescheidenen Kräfte nicht weiter. Okay. Haben wir hier noch Was irgendwas? steht auf dem Schild des Ladens? Gewürze, Pilze, Kräuter. Endlich kann ich meine beim Italiener um die Ecke erworbenen Sprachkenntnisse mal zum Einsatz bringen. Na gut, Schnee. Oh. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für eine Schneeballschlacht. Warum denn Hier nicht? liegt jede Menge Schnee. Aber gut zu wissen, wahrscheinlich brauchen wir den Auf noch. dem Dach liegt reichlich Schnee. Schmale Gasse, können wir da Ich sollte irgendwas erst machen? versuchen, Anasir zu befreien. Na toll, also da geht es anscheinend weiter. Kann ich. Oh ja, hier kann ich rum. Hier stehen verschiedene Kisten und Fässer auf einer Holzpalette. Sie sind mit einem starken Netz gesichert. Ich habe halt nichts zum Zerschneiden, ne? Das Netz wurde fest und straff um die Kisten und Fässer gebunden. Ja, oh, eine Katze. Hallo, Katze. Ich will mich nicht zerkratzen lassen. Hallo? Sie sieht abgemagert aus. Ja, aber abgemagert heißt doch jetzt nicht aggressiv. Eine Statue aus Bronze. Ich gehe zu jeder Katze Ein hin. kleiner Balkon. Ein Jutesack. Ich kann ihn nicht erreichen. Damit kann man den Lastenaufzug bewegen. Ja, dann mach das doch mal. Frage ist Es nur, ist komme von ich einer da noch dünnen rein? Eisschicht überzogen. Ich kann's nicht drehen. Oh ja, ernst. Dunkle Glas, Gasse, Holzkeil. Das kann man schon mal hoffentlich mitnehmen. Oh. Ups. Hallo? Ein leerer Karren. Kann man den Der Karren bewegen? steht eigentlich ganz gut, wo er jetzt ist. Kann ich da hoch? Na, Nina, kriegst du das hin? Sie versucht es jedenfalls. Okay. Er ist voll mit Salz. Ich nehme mal was davon mit. Der Abstand zwischen Holzpodest und Balkon ist zu groß, um hinüberspringen zu können. Okay. Was, Gesims? Hübsch. Nicht, dass du da runterfliegst. Nina, da ist alles voller Schnee. Schön vorsichtig sein. Okay, hier kann ich aber sonst nichts machen, ne? Sinnlos. Der Junge mit der Amphore ist längst verschwunden. Ich muss vom Händler herausbekommen, an wen er die geheimnisvolle Amphore verkauft hat. Ach, sei. Dazu müsste ich erst wieder runterklettern. Ja, dann mach das Ich doch. klettere vorsichtig wieder nach unten. Mein Gott. Ist das so schwer? Salz. Ja, wir haben ja jetzt auch gerade Winter. Ist von einer Eisschicht überzogen. Das Salz taut das Eis auf. Hängt wohl irgendwie mit der molaren Schmelzpunkterniedrigung des Salzes zusammen. Erniedrigung, wie sich das anhört. Okay, also das Ding. Dann können wir aber auch nach links, ne? Wenn wir das Teil. Ganz schön Moment. anstrengend. Moment. Nochmal tue ich mir das nicht an.
Ja, ist Der auch nicht Karren steht schlimm. eigentlich ganz gut, wo er jetzt Ja, ist. ist ja gut. Du sollst ja auch nach oben. Ich weiß nicht, ob die an dem Salz vorbeigeht, aber die müsste doch theoretisch. Oder kann ich links die Statue vielleicht runterschmeißen? Die hat ein Schwert in der Hand, ne? Hehehe. Das Schwert scheint lose in der Hand der Statue zu stecken. Ach so, wir können es einfach mitnehmen. Okay. Ich komme da nicht ran. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Nina. Ich klettere vorsichtig wieder nach unten. Ich dachte, wir müssen die jetzt runter stoßen, damit wir ans Schwert kommen. Aber anscheinend brauchen wir das nicht. So, dafür kommen wir jetzt aber an die Fracht ran. Ich habe Das zwar keine Netz ist Ahnung, was uns ab, das aber bringt. leider sind die Fässer und Kisten leer. Na toll. Das Netz habe ich entfernt. Leider sind die Fässer und Kisten alle leer. Bringt uns das denn jetzt irgend... Ach nee, das Netz haben wir bekommen. Moment, können wir? Wir müssen ja die Tür öffnen. Ah, ich könnte mir vorstellen. Ein guter Wurf. Jetzt kann ich aufs Dach klettern. Ja, Mit genau. Hilfe des Netzes sollte es klappen. Sehr schön. Ach, die kann da... Die kann da rüber balancieren, oder was? Eine Wäscheleine. Du willst mich veräppeln, Der oder? Knoten ist vereist. Den bekomme ich nicht ab. Ach so, ich habe noch das Salz. Moment. Das dürfte den vereisten Knoten auftauen. Ist nur die Frage, was bringt uns das jetzt? Können wir darüber springen? Eine Wäscheleine. Ich komme nicht ran. Ich klettere wieder nach unten. Genau, geh doch erstmal wieder runter. Frage ist nur, bringt uns das irgendwas? Das andere Ende ist zu weit oben angeknotet. Das dachte ich mir schon. Das heißt, wir müssen von hier aus darüber. Kann das sein? Müssen wir da oben hin? Obwohl, Dach kann man da nicht. Das Dach kann man da nicht machen. Geht die jetzt da rein? Ich sollte erst versuchen, Anasir zu befreien. Oder können wir ein Stück abschneiden davon? Ich schneide die Leine so weit oben wie möglich ab. Okay. Was ist denn mit den Fässern? Brauchen wir da irgendwas von? Oder kriegen wir da vielleicht auch noch ein Seil? Ein Hieb und das Seil ist entzwei. Oh. Ups. Heiliger Johannes! Was war das? Da sind Fässer gegen das Fenster gerollt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Räum die Fässer weg und mach das Fenster dicht, damit wir hier drinnen nicht erfrieren. Sie, mein Kommandant! Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Raus mit der Sprache. Wem hast du die Amphore verkauft? Vielleicht steigert diese Daumenschraube deine Lust auf eine Unterhaltung. Oder wird er eine Nacht mit der eisernen Jungfrau liebe? Warum tut ihr das, Sahib? Ich habe doch nichts Verbotenes getan. Die Amphore gehört mir. Ein Lügner bist du, ein gewöhnlicher Dieb. Und weißt du, was wir mit Dieben machen? Nein, so glaubt mir doch, ich bin unschuldig. Lasst mich frei. Wir spielen keine Spielchen mit dir, du Hund. Wir kommen wieder. Und dann lösen wir deine gespaltene Zunge. Sein Widerstand ist fast gebrochen. Lassen wir ihn noch ein wenig in seiner Angst schmoren. Bald wird er singen wie ein Vögelchen. Kann einem fast leid tun, das arme Schwein. Weiß er nicht, dass man uns für die Amphore gutes Gold geboten hat. Möchte wissen, was daran so wertvoll sein soll. Aber egal. Hauptsache, wir bekommen sie in unsere Hände und die verhüllten Spinner zahlen, was sie uns versprochen haben. Und den Araber werden wir töten. Der Arme hat beim Verhör sein Leben ausgehaucht. Was für ein Jammer. Keine Zeugen? Er hat nichts getan. Den Auftraggebern geht es nur um die Amphore. Lange hält er nicht mehr durch. Wenn er verrät, an wen er die Amphore verkauft hat, werden die Wachen sie mir vor der Nase wegschnappen. Ich muss mich beeilen. Falls ich das vorhin richtig verstanden habe, bekommt er noch das Geld für die Amphore. Ich werde ihn befreien und zum Käufer verfolgen.
Dann kann ich vielleicht in Erfahrung bringen, was so Wichtiges in der Amphore zu finden ist. Ich habe Filz vors Fenster genagelt. Das sollte die Kälte heute Nacht draußen halten. Morgen werde ich einen Handwerker bestellen. Gut, ich muss jetzt den Auftraggebern Bericht erstatten. Vielleicht kann ich auch noch etwas Zeit für die Verhör rausschlagen. Um unseren Gast kümmere ich mich später persönlich. Verstanden? Sie, Signore. Einer weniger, um den ich mich kümmern muss. Allerdings dürfen auch die anderen beiden nichts von der Befreiungsaktion bemerken. Was ich mich jetzt allerdings gerade frage, wenn die gar nicht sehen, wie soll sie sich dann... Folterinstrumente? Wie soll sie sich dann bei dem anderen Typen bemerken? Mit Folter habe ich nichts am Hut. Aber wer weiß, wozu man die sonst noch brauchen kann. Ja, kein Thema, Nina. Ach, unten waren auch noch welche. Schürhaken, eiserne Maske. Zwei Spreizarme werden über ein Gewinde auseinandergeschraubt. Ich will mir gar nicht vorstellen, was man damit alles anstellen kann. Oh, nee, ganz ehrlich, das will ich auch nicht. Ein Kamin. Da das Feuer aus ist, kann es den Wachen noch nicht kalt genug sein. Ich sollte mich so unauffällig wie möglich verhalten und in der Nähe der Wachen nichts anfassen. Ja. Hinter dieser Zellentür wird Anasir gefangen gehalten. Ich habe aber keine Schlüssel. Erst sollte ich dafür sorgen, dass die Wachen von meiner Aktion nichts mitbekommen. Wo ist das? Hier fehlt eine große Bodenfliese. Leer, wie eine Pfütze ohne Wasser. Der Holzkeil passt genau in die Vertiefung. Und was bringt uns das jetzt? Oder wegen der Tür? Hinter dieser Zellentür wird ein... Die Frage ist, wenn wir den jetzt hier reinmachen... Der Holzkeil passt genau in die Vertiefung im Boden. Ja, das Problem ist, wenn wir den jetzt hier reinmachen, geht die Tür ja gar nicht richtig auf, oder? Muss ich den nicht eigentlich wieder zurücknehmen? Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse den erstmal hier liegen. Hier kann ich... Ja gut, ich kann mir die noch angucken. Die beiden Wachen sind zwar nicht sonderlich aufmerksam, aber sie würden bestimmt merken, wenn ich die Zellentür öffne. Jetzt sind wir wieder draußen. Die Wachen haben das kaputte Fenster mit Filz abgedichtet. Ja, die Frage ist, kann ich das nehmen, den Filz? Die Wache hat den Filz an den Fensterrahmen festgenagelt. Könnte ich den zerschneiden vielleicht? Jetzt ist ein schöner, großer Schnitt im Filz. Verflixt, hier drin wird's immer kälter. Ich mach mal Feuer. Ah. Okay. Was ist mit dem Laden? Kann man da irgendwas... Die Bretter sind mit Eisenbeschlägen verstärkt. Mit dem Schwert habe ich hier keine Chance. Ja, dann probieren wir es doch mal mit Schürhaken. Nee, der geht gar nicht. Okay. Kann man den noch mit irgendwas... Ich binde die Wäscheleine an den Schürhaken. Okay. Ich binde die Wäscheleine vom Schürhaken los. Nein! Oh. Ich binde die Wäscheleine an den Schürhaken. Wenn ich mir das angucke, dann bindet die das los. Was ist das für ein Blödsinn? Gut. Ich wollte gerade noch sagen, damit werde ich wahrscheinlich nicht da rankommen und schon kann man es da benutzen. War ja wieder klar. Ich konnte die Klappe ein Stück aufdrücken. Mal sehen, ob ich durch die Öffnung etwas nach draußen befördern kann. Einige Kräuter. Kräuter, okay. Das ist schwarzes Bilsenkraut. In etwa 130 Jahren wird ein Dichter namens Shakespeare das Stück Hamlet schreiben.
Darin wird der Vater des Titelhelden damit vergiftet. Ich sollte lieber nicht zu intensiv daran schnuppern, auch wenn ich mich in einem Traum befinde. Vergiftet? Getrocknete Kamillenblüten. Getrockneter Lavendel duftet immer noch wunderbar. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Aber das Einzige, womit wir das hinkriegen könnten... Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme. Ich lasse es lieber hier hängen. Ja, du sollst ja auch da hochklettern, du Schlaukopf. Kletter halt so hoch. So. Bilsenkraut. Warum sollte ich das an den Schornstein werfen? Ja, um die zu vergiften vielleicht. Oh, ist die doof. Können wir eigentlich hiermit noch irgendwas machen? Lavendel... Können wir hier irgendwo... Moment. Schornstein? Treffer. Der Schürhaken hat sich am Schornstein verhakt. Das ist schön. Ich nehme das wieder mit und binde die Wäscheleine vom Schürhaken los. Oh, wie blöd ist die? Die soll das benutzen. Ich binde die Wäscheleine... Ja, ist ja gut. Muss ich denn draufklicken, damit ich da oben hinkomme? Schornstein. Mit der Wäscheleine kann ich mich weiter nach oben ziehen. Oh. Aus dem Schornstein kommt Rauch. Ja, und jetzt versucht doch das Zeug mal da reinzuwerfen. Das getrocknete Bilsenkraut wird im Kamin verbrennen. Ja, darum geht es mir doch. Ob die narkotische Wirkung ihrem Ruf gerecht wird. Oh, endlich, Nina, endlich. Aber es kommt keine Zwischensequenz. Moment. Ich klettere wieder nach unten. Dann gehen wir mal... Ich klettere wieder nach unten. Ja? Okay, können wir da jetzt reingehen oder ist die abgeschlossen? Ich hoffe mal nicht. Nein. Ah, sehr schön. Ich kann den Zellenschlüssel nicht finden. Wahrscheinlich hat ihn der Kommandant mitgenommen. Aber ich kann doch hier... Ah nee, kann ich nicht öffnen ohne Schlüssel. Ohne Schlüssel wird es schwierig, die Tür zu öffnen. Aber es ist auch nicht unmöglich. Die Tür hängt auf oben offenen Scharnieren. Aha. Kann ich den Schürhaken damit benutzen? Das Schwert ist nicht stabil genug und würde sich verbiegen. Ja, ja. Das heißt, ich muss den Schürhaken jetzt oben wiederholen? Ernsthaft? Die kann ich nicht aus der Wand ziehen. Du sollst ja nicht aus der Wand ziehen, du sollst da hochklettern. Ich lasse es lieber hier hängen. Oh, Nina, ganz ehrlich. Zum Runterklettern muss ich draufdrücken, zum Hochklettern muss ich das Dach nehmen. Ich nehme das wieder mit und binde die Wäscheleine vom Schürhaken los. Ich klettere wieder nach unten. Okay. So, dann das. Mit dem Keil als Auflage kann ich den Schürhaken benutzen, um die Tür aus den Angeln zu heben. Den sie gar nicht in der Hand hat. Oh, nicht schlecht. Ach, deswegen... Ach, jetzt verstehe ich das. Okay. Ja, da die Folge allerdings wahnsinnig lange geworden ist, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.